Zustand. Ja, bei mir steht auch der Hans Knauß, der sich da schon aufwärmt und der heute auch extrem verkabelt ist. Da gibt es ein Kastel, sehen wir, Hans. Genau so ist dann es. Hier drinnen. Schaut her mal. Kannst du den Luxuskörper herzeigen? Ja? Mein Luxuskörper aufgeklebt, ja, dass man alle Messungen drauf. Und es gibt zwei Parameter. Einerseits Pulsfrequenz, was normal ist, und dann gibt es auch noch den Parameter der Entspannung. Was ist das genau, Hans? Naja, da werden meine Nervenströme mehr oder weniger gemessen im Körper. 5000 Messungen pro Sekunde und der Idealwert wäre so zwischen 90% und 110%. Also alles drunter bin ich zu relaxed und alles, was drüber geht, ist die Anspannung zu groß, dass ich quasi eine gute Leistung bringen kann. Vor allem die Anspannung zu groß hinsichtlich des vegetativen Nervensystems, der Konzentration. Gibt es auf dieser Strecke irgendwo von deinem Gefühl her diesen Punkt, wo das eintreten kann? Ja, wenn ich da oben schaue, Steilung, Einfahrt wird das erste Mal richtig kritisch, da weiß ich rein schon, oder jetzt schon, da wird der Nerven, der Spannungswert enorm nach oben gehen und zum Beispiel auf der Ausbergkante, das ist immer wieder wie so ein bisschen ein russisches Roulette, ob es alles genau erwischt und dort bin ich überzeugt davon, dass das Nervensystem ausschlagen wird. Hans, wir erwarten mit Spannung deine Kamerafahrt. Viel Glück, schau, dass du wieder gesund bist. Also entspannt bin ich natürlich da oben nicht mehr. War selber neugierig, wie was mein Nervenkostüm jetzt zeigt. Schaut bitte vor mir, da ist die Kante beim blauen Tor von der Mausefalle. Und jetzt geht's los. Verkürzte Strecken, aber nicht um viel. Erster Sprung. Jetzt fahren wir mittig rein. Kompression, ziemlich stark. Und jetzt schlagt's. Anfahrt U-Turn. Hoch raus. Und jetzt ziehen wir hin zum Tor. Wir sind hoch rausgekommen. Einfahrt Steilhang. Boah, ja, da geht's dahin. Ausfahrt Steilhang. Die Kurven, die muss sitzen. Gut erwischt. Hing. Boah, da wird's eng. So, jetzt gesehen. Jetzt sind wir am Zielweg. Furchtbar eng geworden. Steilhang Ausfahrt. Jetzt tiefe Hocke fahren. Gut gleiten. Knapp hin. Ja, eng vorbei bei der Absperrung. Sprung in die alte Schneisen. Jack, circa 30 Meter. Alte Schneisen, extrem unruhig. Welle. Anfahrt Seidelalm Sprung. Und es geht brutal dahin. Sprung Seidelalm. Circa 30 Meter umlegen. Über die Welle. Sofort Druck nach links. Ausfahrt hoch bleiben. Gut erwischt. Einfahrt in den Lerchenschuss. Von hinten fahren, den Schwung mitnehmen. Und hier zur Lerchenschuss. Und es geht brutal dahin. Immer wieder Bodenwellen. Anfahrt Oberhausberg. Und jetzt wird es mit der Luft schön langsam knapp. Fahren wir die Doppel links ganz eng. Anfahrt Hausbergkanten. Sprung. Nach rechts, yeah. Jawohl, das ist Rennsport, jetzt geht's dahin, sententinarisch geworden, bis auf in die Kompression, vorne bleiben, hin zum Zielsprung, und volle Position über die Ziellinie, so, aufschwingen. Ein Traum, nach wie vor ein Traumrennen in die Atmosphäre. Oh, ich sage euch, ich bin nur froh, dass ich gesund im Ziel bin. Ein Höllenritt darunter, wie selten zuvor. Viel Spaß bei der Übertragung. Ciao. Zwei bis drei Wochen dauern, bis